Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zum fröhlich im Schnee auf der Bank rumsitzen. Also, beziehungsweise vor der Bank sitzen. Im Prinzip hocken wir einfach nur. Und ja, was machen wir hier eigentlich? Wir hocken. Wir freuen uns, dass wir hocken können. Das Beinmuskeltraining ist das übrigens gerade. So, was? Was war das für ein Geräusch? War das ein Wildsau? Ich weiß, I don't know. Was machen die für Geräusche? Macht die überhaupt Geräusche? Gute Frage. Lass uns mal testen, ob ich einen Stein bis zu dir werfen kann. Au, voll auf den Kopf. Ich hatte noch gar nicht geschmissen. Jetzt ist er unterwegs. Ich weiß nur nicht, wann und wo er ankommt. Autsch. Ah, er ist angekommen. Sehr schön. Und die Wildschweine spawnen hier einfach wieder wie bekloppt. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Nein. Hätten sie das auch nicht gefixt? Was denn? Wildschwein spawnen. Ja, es sind auch tatsächlich deutlich weniger als vorher. Da war ja wirklich eine Zeit lang, da war ja wirklich, da hast du dann 10, 12 Stück auf einer Stelle. Ja, vor allem wenn du im großen Dorf warst. Ja, da war so eine Stelle war da, ne? Ja, mit gefüllten 5000 Wildschweinen. Ja, also die Snackbar funktioniert wieder, ne? Jetzt sind die Sachen auf einmal wieder da. Oh. Kann es sein, dass die erst dann wieder gespawnt werden, wenn die betreffende Person auf den Server joint? Vielleicht. Weil gerade war der definitiv leer. Gibt ein Wildschwein nix? Irgendwie an Fell oder sowas? Ja, sie haben mal Lizard Skin gegeben. Ja gut, das macht jetzt auch nicht viel Sinn. Vielleicht sollten sie aber dieses Lizardskin generell mal rausnehmen und vielleicht einfach in Leder umändern oder so. Dann kann man es ja auch wieder lassen. Ja, oder vielleicht wäre das eine Option, wenn du den Skin bekommst, aber du musst ihn auf den Drying Rack hängen, dass du die Rüstung hast. Zum Trocknen quasi, ja. Ne? Ja, das wird tatsächlich immer Sinn machen. Ach, da hinten rennt jemand rum. Ja, ich merk's. Zwei Kannibalen, wie schön. Also, ich seh'n Taschenlampenmann. Nö, bei mir sind Kannibalen hier, also vor deiner Hütte. Das sind zwei. Lager. Snackbar. Drei. Dann können wir ja eigentlich mal. Was können wir denn noch bauen? Ein Medizinkabinett. Einfach nur so ein blödes Regal. So ein Brett. Wir brauchen 6 Loks übrigens. Wenn du irgendwo was findest, kannst du ja gerne mitbringen. Ich geh mal wieder rein. Die Typen sind gerade direkt unter der Foundation. Unter der Foundation? Ja. Ja, wir sollten mal einen Wall rundherum bauen. Wäre eine Option. Aber je länger ich hier oben bin, desto mehr gefällt mir der Ort hier, tatsächlich. Hatten wir so halt noch nicht, ne? Ja, ist was Neues. Richtig. Nach über 250 Staffeln. Folgen, Entschuldigung. Das ist sowieso irgendwie kriminell, 250 Folgen. das ist bei einem Alpha-Spiel. Ja. Aber gut, es läuft halt immer noch wie Sau, ne? Also... Der Part von gestern hatte nach 20 Stunden über 100 Hits. Kommen Sie raus, können Sie reingucken. Die letzten zwei Loks liegen da noch irgendwo. Oder hast du auch was geschlagen? Du hast auch was geschlagen, ne? Ja. Na, komm. Ja, wenn du es nicht gleich... Ja, super. Toll. Ich habe hier noch zwei Dinger. Dann bauen wir halt das nächste Regal auch noch. Oder du baust eine zweite Bank. Oder wir bauen eine zweite Bank. Ja, lass uns eine zweite Bank bauen, dann können wir uns beide hier hinsetzen. Also auf eine separate. Stellen ja, wenn, dann baue sie hierher. Weil du kannst sowieso nur in eine Richtung schauen. Oder warte. Ja, setzt du die mal einfach. Neben dem Wasserkollektor. Das ist auch schön, dann kannst du direkt einen Sangria-Strom reinstellen.
Ach, hör mal, super sieht das aus jetzt hier. Ganz toll. Ah, ist das nicht schön hier? Wenn es jetzt noch hell wäre. Bank vor der Füßen und der Arsch in der Luft. Sehr schön. Träumchen. Wollen wir dann gleich, sobald es hell wird, mal austesten, ob du denn jetzt mittlerweile die Brücke benutzen kannst? Ach, aber ich grill mir gerade meinen Stinkefuß. Lecker. Dann brauchst du gar nicht gratinieren. Boah, Alter, das ist so, das ist absolut so ekelig. Nämlich mal diese Bar. Diese 10. Ja, genau das. Ja, aber du kannst dir doch vorstellen, das sind Chips. Boah. Käsegeschmack. Ja. Nein, mit Pilzgeschmack. Mit Pilz- und Käsegeschmack. Lecker Fußnägel, schön crunchy. Noch schön braun. Da hinten kommt übrigens eine Taschenlampe, ne? Oh. Ganz hinten links. Meine Freunde. So, wo war die Plattform? Das weiß ich nicht. Da, wo Kahlschlag ist, also hier, da, wo die Taschenlampe ist. Wir sollten auf jeden Fall auch mal so einen Wooden Path hier lang bauen. Hier ist die Plattform. Und da unten ist die Taschenlampe. I can see it. I Kannst can walk it. Ist schon geil, oder? Genau. So durch den Busch. Und die Freunde. Die einfach mal nicht. Alter, ist hier unten Remi Demi. Mein Molly ist nicht explodiert. Alter. Ich glaube, die ärgern sich gerade ein bisschen. Können die eigentlich. Mein Molly explodiert nicht. Können die eigentlich so hoch springen hier, oder? Nö. Rotschi, wirf mal einen Molly. Meine explodiert nicht. Ja, dann muss ich mir erstmal einen bauen. Jetzt ist er explodiert. Das habe ich gehört. Ich glaube, die kommen sich jetzt gerade ein bisschen verarscht vor. Ja, die Kannibalen. Ja. Warum denn? Ja, weil wir einfach mal hier oben stehen und sie auslachen. Ich hab doch gar nichts getan. Und sie mit explodierenden Gegenständen bewerfen. Oh oh. Toll, jetzt hast du den Lizard getroffen. Den Baum, den Lizard, den Einwohner. Ja. War auf jeden Fall ein Volltreffer in dem Fall, ne? Ja, ein Molly, drei Brände. Mein Freund, du scheinst zu viel Alkohol zu haben. Das war der letzte. Alter, der macht aber auch Licht hier, ey. Oh Gott, der arme Hase. Burning Rabbit. Ich mag die Brücke. Die hat sich voll gelohnt. Ach, du gehst jetzt spielen, sagst du? Ich feuer dich mal ein bisschen an von hier oben, ne? Ja, lustig ist, wenn mein Stock brennt, kann ich sie nicht anzünden. Oh, da hinten kommen nochmal zwei Taschenlampen. Das ist voll evil. Egal in welche Richtung du guckst, irgendwo ist immer irgendeine Bewegung in den Schatten. Ah, wieso bin ich jetzt im Wasser? Oh, vielleicht, weil du reingegangen bist. Ich will das Seil drauf klettern und der trinkt. Okay. Kopf. Siehst du den Baum? Was für ein Baum? Ja, was umfällt, weil er brennt. Hinter dir. Nee. Nee? Nee. Hier der leuchtet schön, schön verkohlt. Jetzt ist er weg. Hm. Bei mir ist alles stockdunkel, ich sehe so gut wie nix. Aber es ist schön hier. Zappenduster seid ihr. Alter, wie viele Taschenlampen hier rumrennen. Jetzt mal ganz ohne Witz, so viele Taschenlampen waren noch niemals an Bord dieses Flugzeugs. Ich meine, wenn. Ich glaube, ich gehe wieder. Ja, tschüss. Wer nimmt denn eine Taschenlampe bitte schön mit? Alter, ist das Duster hier. Boah, durch die Bäume durch, das ist irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig, weil man sieht diese blöde Brücke einfach erstmal nicht.
Lalalalalala. Hier oben ist schon ruhig, ne? Unten ist wirklich eiskalt, mal die dicke Party und hier oben, oh, pff, alles ruhig. Oh, Pilze. Ey, das waren gute Pilze. Gute Okay, das heißt, in der nächsten Session steht dann an, wir bauen hier einen kleinen Wall rum. Wir machen würde sagen, ein Verbindungs. Fahrradsuche. Was für ein Ding? Fahrradsuche. Vorratssuche machen wir auch noch, genau. Und wir machen einen Holzweg von der Hütte bis zur Brücke. Ja, vor allem, ich glaube, die Climbing Axe geht auf fast jeden Stein jetzt. Ich hab's im Singleplayer ausprobiert und Ja. die Wand war nicht gerade eben. Also man muss halt den richtigen Winkel erwischen. Okay. Und versuchen nicht unterzufallen. Was wahrscheinlich relativ schnell geht. Gut. Halbe Leben weg, Bein gebrochen, aber ja. Hauptsache, läuft, ne? Hauptsache irgendwie am Leben. Jo. Das ist die Hauptsache. Es wird übrigens gerade hell, wie schön. Ah, ein neuer Morgen. Noch kräftig einfahren lassen. Oh, riechst du diese frische Luft? Ah, was für ein herber Geruch. So, ja, was machen wir jetzt? Wir könnten. Ach, genau, lass uns mal ausklingen, indem wir uns noch mal kurz auf die Bank setzen und mal ein bisschen über den Sinn des Lebens sinnieren. Ja, du fängst an, also. Du hast ja mehr Lebenserfahrung als ich. Nö. Nö. Ja, der Sinn des Lebens. Wo liegt der Sinn des Lebens? Warum fliegen Vögel zum Beispiel in Feuer? Vielleicht sind sie Japaner. Ja, oder Manuel Neuer. Oder Manuel Neuer. Vielleicht denken sie auch einfach YOLO. YOLO. Ja, du bist auch so ein Vogel. Versuchst dich jetzt gerade in der Feuerschale zu waschen. Sagte doch, ich bin ein Vogel. Ab in die Trinkschale. Ja, du bist auch genauso grazil wie ein Vögelchen. Oh Mann. Was machst du da? Ich habe irgendwie langsam ein bisschen Angst. Ich stehe mal lieber auf. Nachher sind das irgendwelche komischen Befruchtungsrituale oder sowas. Wo geht's eigentlich hier oben? Hier ist auch wieder so eine Steilwand, ne? Aber ich muss leider weg. Da war was, genau. Gut, dann würde ich sagen, Genau. sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben und morgen wieder einschalten. Also, tschüss.